Herzlich willkommen bei Dockel und Söhne. Ich bin Georg und heute fräsen wir ein weiteres Teil unseres LDE-Wagens. Und dabei zeige ich euch auch die neue Absaugvorrichtung an unserer Eigenbau-CNC-Fräse. Ja, einige von euch kennen vielleicht schon das Video, in dem wir die Speichenräder gefräst haben. Dazu hier nochmal der Link. Heute geht es aber um die Radlager. Ja, man sieht es hier. Ich zeige euch, wie wir das Radlager ausgefräst haben. Und am Ende des Videos seht ihr auch, wie wir die ganzen Teile dann auch zusammenlöten. Das wird vielleicht die Modellbauer unter euch besonders interessieren. Es gibt auch noch einige Informationen zum Vorbild. Ja, im nächsten Video dann wird es auch noch um den Oberbau des Wagens gehen, den wir im 3D-Druckverfahren herstellen. Abonniert also unseren Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. So, doch jetzt erstmal ran an die Fräse. Wie ihr schon kennt aus dem vorgehenden Video, sie wird mit Estelcam angesteuert von diesem Laptop aus. Hier oben auf dem Laptop haben wir das Bild, was uns die Kamera liefert vom Fräser und vom Werkstück. Ja, also das ist hier die Kamera. Und was ihr jetzt gerade gehört habt, ist der Staubsauger. Der hat hier so eine schwenkbare Saugdüse, also die ist jetzt noch nicht in Arbeitsstellung, sondern wird nachher noch reingeschwenkt. Schauen wir uns aber erstmal an, wie die Intervalle hier gezeilt werden. Das ist das Display. Unten seht ihr, laufen jetzt die 30 Sekunden Pause runter. Also kann man mitverfolgen aufs Zehntel genau. Und dann haben wir eingestellt 2 Sekunden fürs Saugen. Ja, das reicht auch aus. Und gleich jetzt saugt er die Späne aus unserer CNC-Fräse weg. So, aber das ist also die Neuigkeit hier. Das zeige ich euch gleich noch besser. Ja, also das ist die Absaugeinrichtung, die man hier so reinschwenkt. Man kann weiterhin noch auch mit Eigenaugen beobachten, was passiert, oder eben auch noch vom Bildschirm. Also die Kamera schafft es immer noch, den Fräser da zu filmen. Aber jetzt sind ja noch gar keine Späne entstanden. Jetzt wollen wir erstmal hier losfahren. Ja, wir starten also unser Fräsprogramm hier vom Estelcam und die Spindel stellen wir auch an. Und jetzt geht's schon los. Oh, jetzt ist die Fräsdüse aber noch gar nicht in Arbeitsstellung. Die muss jetzt wieder reingeschwenkt werden. Ja, der Vorderteil schwenkt über das Werkstück drüber. Und schauen wir mal, ob es funktioniert. Ja. Ja, schwupp, weg mit den Spänen. So, und während eben der vordere Teil übers Werkstück drüber schwenkt, schwenkt der hintere Teil ans Staubsaugerrohr ran. Ja, also ihr seht hier die Fräsdüse, die muss ja hier drunter passen, ist also sehr flach. Und da hinten der größere Teil, das ist der, der sich mit dem Staubsauger verbindet. Ja, das geht hier so zur Seite weg. Und der Staubsauger hingegen, der steht also wirklich draußen vor der Tür unseres kleinen Werkstattraums. Sonst wäre es hier drin ja noch lauter. Ja, und jetzt können wir also hier unseren Fräsvorgang in Theorie und Praxis mitverfolgen auf den beiden Bildschirmen. Ja. Unten die Theorie, Estelcam, und oben das Bild unseres Mikroskops, unseres Digitalmikroskops, was hier so links vom Fräser angebracht ist. Und hier unten können wir immer noch mit bloßem Auge auch weiter verfolgen. Ja, da ist jetzt extra so ein kleines Fensterchen angebracht, weil die Saugdüse ist zwar aus transparentem Material hergestellt, ja, aber der Vorderteil, der wäre matt. Ja, also der Acrylglasblock, der wurde ja von der Seite ausgefräst. Daher ist es nötig, also noch so ein extra Fensterchen dran zu bauen. Ja. Und die Messingscheibe, die da unten noch dran ist, zum Werkstück hingewandt, die soll also dafür sorgen, dass möglichst viel von der angesaugten Luft auch wirklich über das Werkstück streicht, bevor sie also in der Saugdüse verschwindet. Ja. Das ist auch noch ein Detail, sagen wir mal, was wichtig ist. Ja, auch ihr habt ja gesehen, der Schlitz, der da so seitlich ran ist, der ist extra rund und so schmal wie möglich, damit also auch nicht unnötig viel Luft von oben angesaugt wird, die ja unsere Späne nicht mitnehmen würde. Ja, jetzt ist auch die Rückseite
Schon fertig. Ich stelle erstmal die Spindel aus. Jetzt muss man das Werkstück noch umdrehen. Also wir wenden jetzt das Material so rum. Deswegen haben wir auch hier am Rand eine Markierung angebracht. Also das ist jetzt hier die Markierung. Ich zeige es nochmal hier. Das ist jetzt hier die Markierung, mit dem wir also den Y-Wert neu einrichten, nachdem wir das Werkstück ja gedreht haben. Also ich kann es jetzt schon mal machen. Ja, wir müssen also dann mit dem Fräser bis hier hinterfahren. Also ich kann es gleich zeigen. So, hier, warte. Wir fahren mit dem Fräser wieder bis an die Markierung. Das ist dann unser neuer Nullpunkt im Y, in der Y-Koordinate. Und hier richten wir einfach so das Material in X-Richtung aus. Ja. Und wir müssen natürlich auch noch im Estelcam hier die andere Datei aufrufen natürlich. Das ist jetzt die Vorderseite vom Radlager. Und weil wir aber unser Werkstück in sozusagen um die X-Achse gedreht haben. Ja, also wir haben es jetzt so rumgedreht. Das nächste muss Kopf stehen. Deswegen machen wir jetzt die Y-Richtung umgekehrt. So. Und wir stellen jetzt. Ja, der Staubsauger, der stört ab und zu mal. Und wir fahren jetzt eben hinter bis zu unserer Markierung. Ja, und natürlich sehen wir das hier auf der vergrößerten Darstellung viel besser. Und wieder geht der Staubsauger an, klar. Und jetzt richten wir das sozusagen optisch aus. Runterfahren müssen wir auch noch ein Stück. Was ich jetzt noch mache, ich mache schon mal die Spindel an, nicht, dass ich jetzt hier reinfahre und irgendwas kaputt mache. Das wird jetzt natürlich etwas laut. Und wir brauchen noch einen richtigen Schatten, damit wir das besser sehen. Das heißt, ich muss also noch ein Stück nach hinten fahren. Wir sind jetzt am neuen Y-Nullpunkt angekommen. Ja, also Spindel wieder aus. Das ist jetzt unser neuer Y-Nullpunkt. Zack. Und jetzt fräsen wir die Vorderseite von unserem Radlager. Ja, der Fräser steht jetzt hier noch am Rand, aber den X-Wert haben wir nicht verändert, deswegen, das heißt, der fährt dann einfach wieder zurück zu unserem Mittelpunkt. Ja, und jetzt sind wir so weit, dass ich das mal laufen lassen kann. Spindel natürlich anstellen.
So, das Fräsen der Vorderseite dauert jetzt ungefähr 5 Minuten. Das brauchen wir uns nicht alles angucken. Da schneide ich jetzt was weg. So, jetzt ist unser Radlager fertig. Ich nehme das Werkstück mal raus. Ja, so, das ist jetzt hier unser Fräsergebnis. Sieht erstmal ganz gut aus. Aber wir wollen doch mal schauen, ob es überhaupt dem Original ähnlich sieht. Ja, das Vorbild für unser Modell ist hier der älteste noch erhaltene Güterwagen in Deutschland. Er wurde 2014 auf einer Sonderausstellung im Verkehrsmuseum Dresden gezeigt. Titel war Deutschland wird mobil, 175 Jahre Leipzig-Dresdner Eisenbahn. Ja, 1843 wurde er in der Wagenbauanstalt der LDE in Leipzig gebaut, mit Federn aus England und Radsätzen aus Westfalen. Mit seinem Holzrahmen aus Eiche bringt er es auf eine Tragkraft von bis zu 90 Zentnern, also erstaunliche 4,5 Tonnen. Ja, nach den ersten 33 Dienstjahren wurde er 1876 noch in den Bestand der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn übernommen und noch später dann von der Firma Villeroy & Boch in Dresden gekauft. Hier im Buch steht es nicht genau wann, aber auf jeden Fall muss er schon recht viele Dienstjahre geschafft haben. Seit 1954 dann gehört er dem Verkehrsmuseum, wo er 1989 erstmal zerlegt wurde, bis man ihn dann zum Anlass der Ausstellung restauriert hat. Ich selbst habe die Sonderausstellung leider nicht gesehen, aber der Katalog ist wirklich gut gemacht. Ihr findet die ISBN-Nummer in der Videobeschreibung. Doch jetzt schauen wir uns erstmal an, wie ich das hier rausbreche. Ja, es ist also nur an einer Seite angebunden. Das ist jetzt hier das Radlager. Wir haben es rausgetrennt aus dem Material. Und ja, sieht fast aus wie ein Fotoapparat. Ist aber das Radlager von unserem LDE-Wagen. Ja, und hier haben wir noch die anderen Teile. Die Blattfedern haben wir schon ausgefräst. Und das Gestänge hier, also da, wo die ganzen Teile dann reinkommen, das können wir jetzt hier so ansetzen. Ja. Das hat hier die Führung. Und dann müssen wir es dann in der richtigen Höhe festlöten, zusammen mit der Feder. Das ist wieder unscharf. Da. So ungefähr, also müssen wir jetzt noch ausrichten. So, das ist jetzt hier die Lötpaste, die wir verwenden. Die ist bleifrei und an der anderen Details könnt ihr in der Videobeschreibung nochmal nachschauen. Und das ist die Lötstation. So eine SMD-Lötstation. Da auch noch die Details in der Videobeschreibung. Ja, jetzt haben wir erstmal hier 220 Grad eingestellt. Das ist hier die Düse, die wir verwenden. Und man kann auch den Luftstrom regeln. Ja, das ist also hier unten das Rad. Man sieht jetzt das schlecht, da ist nur eine ganz kleine Spitze. Es ist jetzt hier kurz über der 1. Ja, also ich zeige mal, man kann es jetzt hier auch höher drehen. Aber wir benutzen die niedrigste Stufe. Ja, es hört sich jetzt irgendwie doch mehr an als vorher. Ja, aber zurückdrehen geht irgendwie nicht. Ja, auf jeden Fall, die geringste Stufe reicht aus. Beziehungsweise ist besser, damit unsere kleinen Teile hier nicht wegfliegen. Na klar, wir haben sie hier erstmal ausgerichtet. Und die Paste ist jetzt natürlich schon drunter. Die haben wir mit der Pinzette da ein bisschen dran geschmiert. Also man sieht es über der Blattfeder, ist noch ein bisschen von dieser grauen Paste. So, und da halten wir jetzt unseren Lötföhn dran. So, ja, seht ihr da oben die graue Paste, die muss dann glänzend werden. Also wenn die schmilzt, dann wird die super silberglänzend und daran merkt man dann, dass man fertig ist mit Aufheizen. Also ich kann es jetzt nicht zeigen, ich habe ja keine Hand frei. Aber wie gesagt, muss man jetzt noch ein bisschen dran halten.
bis die ganzen Messingteile schön erwärmen und die Paste darunter schmilzt. Jetzt ist passiert, jetzt habt ihr es gesehen, es hat gerade irgendwie da aufgeblitzt, weil da das jetzt schön silberglänzend geworden ist, die Lötpaste. Ja, soweit erstmal hier noch ein schönes Detail, wenn man den Föhn da wieder, also was da so rein tut, in den Halter, ja, dann geht erstmal Luftstrom auf Maximum, also die Heizung geht natürlich aus, Luftstrom geht aufs Maximum, damit sich die ganze Düse schön schnell abkühlt. Ja, es kühlt dann runter bis 100 Grad und geht dann aus. Ja, also ein klasse Gerät, für 16 Euro auf Amazon gekauft. Können wir erstmal so weiterempfehlen. Ja, mit diesen Bildern hier des fertig zusammengelöteten, aber noch unlackierten Fahrwerks möchte ich mich also für heute verabschieden. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Video dann soll es um den Oberbau gehen, den werden wir im 3D-Druckverfahren herstellen. Ja, abonniert also unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.